Yeah, this shit is not random. Okay, it's my world and I do what I like to. I know she gonna be ready when I slide through. If you forgot I got it, I'll remind you. Hallo und herzlich willkommen YouTube hier auf meinem Channel mal wieder unterwegs. Das ist ja gar nicht mein YouTube-Kanal. So, und damit herzlich willkommen hier auf dem Credit YouTube Channel. Es freut mich, dass ich euch nach 3192 Versuchen endlich hier begrüßen darf, zu diesem Video zumindest. Und ihr habt meine Stimme wahrscheinlich noch nie gehört. Aber bevor wir zu mir kommen, kommen wir doch erstmal zum Gameplay im Hintergrund. Und zwar seht ihr im Hintergrund eine Triple Nuclear als Spiel von Jets Tilly, ich kann seinen Namen nicht richtig aussprechen. Auf jeden Fall eine richtig gute oder richtig krasse Triple Nuclear auf Hijack mit der Schweizer Waffe Number One, die wir alle aus Black Ops 2 kennen. Er spielt, und zwar die AN94, sogar in Diamant. Das Gameplay kann man sich echt gut geben für den Hintergrund und ja, ist recht oldschool für mich, so ein Black Ops 2 Commentary zu machen, deswegen auch mal was Neues für mich. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu mir. Ich bin nämlich neu auf diesem Channel, ich bin ein neuer Commentator, ich bin der Commentator Crew gejoint und ihr merkt schon so, dass ich manchmal echt meine Doubletime-Phasen habe, wo ich etwas viel oder etwas schnell spreche. Das ist meistens so am Anfang, also das müsst ihr auf jeden Fall entschuldigen. Ich bin Kilian, heiße ich in echt, mein Channel heißt Kilkra auf YouTube. Habe auch gerade erst wieder angefangen, hatte eine lange Pause hinter mir. Und ich bin 17 Jahre alt, spiele leidenschaftlich COD, nur noch Black Ops 3 mittlerweile, um ehrlich zu sein. Und habe auch mein eigenes Team, wir sind echt viel in E-Sports bereit tätig und das ist eigentlich so das Einzige, was ihr jetzt von mir wissen müsst eigentlich. Ich mag jetzt Commentaries zu machen, Live-Commentaries, also wenn ihr Bock habt, schaut einfach mal bei mir vorbei und lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und natürlich auch den Gameplay der Spieler, denn das Gameplay ist echt krass, was ihr da gerade im Hintergrund seht. So, das war's zu mir, mehr will ich auch gar nicht sagen, jetzt weil wisst ihr, wer ich bin und ich hoffe, dass wir mehr voneinander hören in der Zukunft, denn ich möchte heute ein Thema ansprechen und ich habe schon gehört, dass es hier behandelt wurde auf diesem Channel und zwar, dass alle irgendwie von Pubstorming zum Competitive wechseln. Ich möchte nicht das Gleiche besprechen, denn ich möchte so ein bisschen über Competitive reden, denn ich bin mit meinem Team auf jeden Fall sehr, sehr viel im E-Sports-Bereich tätig und zwar, wenn ich E-Sports sage, meine ich auch E-Sports. Wir haben, glaube ich, eine Organisation mit ein paar Sponsoren. 8 Stück, glaube ich. Und wir spielen sehr viel und ich finde eigentlich, dass diese Entwicklung, was gerade Call of Duty jetzt hinter sich hat, seit Advanced Warfare, seitdem das neue Movement eingeführt wurde, geht Call of Duty ja richtig in diese E-Sports-Szene rein. Und ich finde das echt erstaunlich, was Call of Duty da eigentlich jetzt alles veranstaltet. Die ganzen LAN-Turniere, die ganzen neuen Einstellungen, zum Beispiel kann man in Black Ops 3 jetzt die Streams anschauen. Also die unterstützen dieses E-Sports wirklich sehr. Natürlich auch ein bisschen aus dem Zweck, dass es mehr Geld bringt, aber das ist jetzt nebensächlich. Mich interessiert nämlich, was ihr davon haltet, denn ich bin der Meinung, dass E-Sports eine richtig, richtig spannende Sache anzuschauen ist. Vor allem, dass da halt mehr so um Teamplay geht, anstatt um halt das Einzelne, also den einzelnen Skill, den jeder Spieler mit sich bringt. Und das ist eigentlich so das, was so ein bisschen, keine Ahnung, es pusht so ein bisschen, um ehrlich zu sein. Und wenn man E-Sports selbst spielt, dann merkt man auch, dass es einfach ein ganz anderes Feeling ist. Ein ganz, ganz anderes Feeling, als halt online seine Nuklears zu reißen. Das ist auf jeden Fall so meine Meinung. Ich habe jetzt ein bisschen kommentiert, das ist schon mein 100 Milliardenster Versuch, dieses Commentary aufzunehmen. Ist aber nur ein kurzes Video, deswegen entschuldigt auf jeden Fall, dass es nur so kurz geworden ist. Ist nur zum Vorstellen. Ich hoffe, die nächsten werden ein bisschen informativer, ein bisschen lustiger, spannender. Ich habe sowas von gar keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ich jetzt hier dabei sein kann, in der Credit Crew, nenne ich das jetzt einfach mal. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von diesem E-Sports hält, von dieser Entwicklung im E-Sports-Bereich, denn das interessiert mich sogar wirklich sehr, was ihr alle so als Pubstomper dazu sagt, denn ich bin mehr so der E-Sports-Spieler mittlerweile, also ich habe natürlich auch meine meine Nuklears und so, aber ich bin so einer, ich bin zum E-Sports gewechselt und mich würde echt mal interessieren, was ihr so zum E-Sports sagt und was ihr davon hält. Also schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr besser findet oder was so die Differenzen sind zwischen Pubstomping und E-Sports, was euch mehr gefällt, was lustiger ist und ansonsten haut rein, wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal wieder auf diesem Channel und ja, mehr kann ich nicht sagen, haut rein, viel Spaß noch, habt einen schönen Tag, peace out. So, und damit herzlich willkommen hier auf dem Credit YouTube Channel. Meine Stimme ist das ganz Neues für die meisten von euch auf jeden Fall. Aber bevor wir zu mir kommen, kommen wir erstmal zum Gameplay. Denn im Hintergrund seht ihr ein richtig krasses Gameplay, meine Freunde. Ihr seht nämlich ein... Ach, ich sag doch nicht meine Freunde, sondern bin ich...
So, und damit herzlich willkommen auf diesem Credit YouTube Channel, aber mein Name ist Samus 16, Samus Check, Alter, ich bin so dumm, Alter, ich hasse euch. Hallo, das kommt sowieso in die Outtakes. Hallo Leute, hi, geht auf meinen Kanal, immer Spaß.